Hi Leute. So, da Tür zu, das hier hin. Hi und willkommen zu meinem zweiten Vlog auf meinem Kanal. Ja, warum nur Vlog? Ganz einfach, weil ich die Woche nicht dazu gekommen bin, irgendwelche größeren Projekte zu machen für euch. Irgendwie mal was Größeres oder was Aufwendigeres zeigen hätte können, bin ich die Woche nicht dazugekommen, aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch trotzdem so ein bisschen, was ich die Woche gemacht habe, nehme euch ein bisschen mit bei meinen kleineren Projekten. Ich muss ja zwei, drei kleinere Projekte machen, die sind wirklich so einfach, da kann ich ein eigenes Video drüber machen. Nehme ich euch trotzdem ein bisschen mit und erzähle euch so, was es Neues gibt von der Woche. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe diese Woche wirklich natürlich sehr viel gelasert. Ich habe mal für meinen Freund von Bavarian Custom Bikes Brotzeitbretter gelasert. Die dauern natürlich. Ich habe für mich quasi, oder für euch kann ich auch sagen, Brotzeitbretter gelasert. Ich zeige es euch mal schnell in der Nahaufnahme, wenn ich noch die Flaschenöffner hier dazu geholt habe. Kommt's mal her. So, also hier habe ich ein paar Brotzeitbretter gelasert mit meinem Laser. Sind echt cool geworden, finde ich. Dann hier noch Flaschenöffner gelasert. Auch mit Umbrella Woodworks habe ich die Woche alles gelasert. Sind auch gut geworden, finde ich. Kann ich so rausgeben. Warum habe ich das gemacht? Ich habe die Sachen schon mal gleich vorbereitet für mein 4000 Abonnenten Gewinnspiel. Weil ich habe mir gesagt, wenn das 4000 Abonnenten Gewinnspiel stattfindet, dann möchte ich da schon richtig was machen. Wir haben bis jetzt schon immer geile Preise gehabt bei 2000, bei 3000. Und 4000 ist eigentlich auch nochmal eine bessere Marke als wie bisher. Und deswegen habe ich gesagt, okay, da muss ich mir richtig was einfallen lassen. Das erste kleines Projekt, was ich umsetzen muss jetzt schnell, ist ein Brotzeitbrettchen-Verkaufshalter zu basteln für meinen Freund Bavarian Custom Bikes. Der hat natürlich einen Laden und da sollen die schön dran stehen, damit man sie auch sieht und nicht einfach bloß so irgendwo dran flacken. Und das ist eigentlich was relativ Einfaches, was, wie gesagt, kein extra Video wert ist. Ich säge mir jetzt hier schnell die Leistchen 2 in der Länge zu, 2 in der entsprechenden Breite zu. Das machen wir schnell als erstes. Als nächstes schraube ich das ganze Konstrukt hier einfach wirklich nur stumpf zusammen. Aber während ich das jetzt hier schraube und vorbohre, können wir gleich noch über ein anderes Thema reden, was mir wirklich auch noch quasi im Magen liegt ein bisschen. Und zwar geht es um das Thema, was bei Proofwood los war. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, was bei Proofwood los war. Ich hatte mit ihm auch Kontakt aufgenommen, ihm Hilfe angeboten und so weiter. Es hat sich dann Gott sei Dank alles relativ schnell erledigt. Und er hat keine Hilfe mehr gebraucht. Es ist wieder alles klar gegangen mit seinem Kanal, dass sein Kanal wieder da war. Nur allerdings gab es da einige Kommentare, die mir, auch wenn sie mich gar nicht betroffen haben, doch relativ böse aufgestoßen sind. Und zwar geht es um das Thema Clickbait. Ich habe das Thema letztens in meinem Livestream schon mal angesprochen und ich denke, also die Leute, was im Livestream mit dabei waren, die haben mir da recht gegeben.
es gab einige Leute, die gesagt haben, ach, der macht doch nur noch Clickbait, nur noch Geld, geil und lauter so Sachen. Und die Aussagen fand ich echt krass. Die Aussagen fand ich echt krass. Nur noch Geld, geil, nur noch Clickbait, ist doch alles nur noch Clickbait. Erst mal die Leute, die sowas behaupten, die müssen erstmal überlegen, was ist denn überhaupt Clickbait? Gehen wir erstmal darauf ein, was ist überhaupt Clickbait? Clickbait, das was jetzt alle Leute unter Clickbait verstehen, das ist eigentlich gar kein Clickbait mehr. Der Begriff Clickbait entstammt eigentlich aus einer Zeit ganz am Anfang von YouTube, ich kann mich daran noch erinnern. Da wurde man mit irgendwelchen sexy Damen oder so im Thumbnail, im Vorschaubild aufs Video gelockt, im Bikini oder sonst was. Hauptsache, die Zuschauer werden ins Video gelockt. Oder, oh mein Gott, sieh, was ihr passiert ist. Und dann so ein Bild wie, was weiß ich, was gerade der Bikini-Träger reißt oder sonst was. Lauter solche Sachen. So wurde man auf die Videos gelockt. Bloß die Videos hatten rein gar nichts mit dem Titel oder mit dem Thumbnail zu tun. Hauptsache nur Klicks, Klicks, Klicks. Das war Clickbait damals. Was heutzutage in Mode ist, das sind reißerische Titels. Das ist ein bisschen was anderes. Ein reißerischer Titel ist was anderes als wie das Clickbait von damals. Jetzt bin ich verrutscht. Schön gerade bleiben. Vor lauter Quatschen hier. Das sind reißerische Titels und die mache ich auch ab und zu. Wenn es geht, so weit wie es geht. Zum Beispiel der einfachste French Lead Zwingenhalter. Im haunreißerischen Titel. Aber der Inhalt, der passt zum Thema. Und das, was hier der Helmut macht von Proofwood, mit reißerischen Titel, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, das ist kein Clickbait, was er da macht. Clickbait ist was ganz was anderes. Solange der Inhalt damit zu tun hat und er auch das liefert, worum es im Thumbnail oder im Titel geht, finde ich das vollkommen in Ordnung. Die hat es jetzt nicht gescheit anzogen, nochmal. Ja, ich war leicht schief gebohrt. So ein Mist. Hier habe ich schief gebohrt. Na ja, egal, brauchen wir noch mehr. Ja. Und zwar, also ich finde es schon krass, was ihm da manche Leute unterstellt haben. Nur noch Geld geil und Clickbait und sonst was. Liebe Leute, solange der Helmut den Inhalt liefert, worum es auch geht, finde ich, ist es kein Clickbait. Man muss ja immer vor Augen halten, warum macht er das so? Warum reißerische Titels? Wenn man dann mal genau nachdenkt, die, was den Helmut etwas besser kennen und seinen Kanal etwas besser verfolgen. Der gute Mann hat sich jetzt vor kurzem selbstständig gemacht. Der hat seinen Hauptjob aufgegeben, dass er YouTube Vollzeit machen kann. Der muss seine Familie damit ernähren. Ja, jetzt hat es ordentlich packt, die Schraube. Der muss seine Familie damit ernähren. Da ist nichts mit Geld geil, Hauptsache hier dicke Scheine, sonst was. Der Mann hat Haus, Frau, Kinder, Auto. Der muss Essen auf den Tisch bringen. Da ist doch wohl klar, wenn er merkt, dass ich durch reißerische Titels mehr Klickzahlen und mehr Einnahmen generiere, damit ich die dann verwende. Weil ich liefere ja auch den Inhalt. Und der reißerische Titel ist nur eine Formulierungssache. Wenn jetzt ich schreibe, hier, der einfachste French Gliedhalter der Welt, dann klingt es, naja, klingt auch ein bisschen reißerisch, aber nicht so arg schlimm. Wenn jetzt ihr allerdings schreibt, ist das der einfachste French Gliedhalter der Welt. Sobald ich nur eine Frage draus mache, wird das ganze Ding schon interessanter vielleicht.
Und wenn ich da damit mehr Klicks erhalten kann, um meine Familie zu ernähren, wenn ich der Helmut wäre, dann fände ich das in Ordnung. Und da wollte ich eben nochmal drüber schwätzen und mein Statement dazu abgeben, weil ich fand das echt krass, was ihm da einige Leute unterstellt haben. Und er habe selber seinen Kanal gelöscht und so weiter, nur um mehr Klicks zu bekommen und. Also das fand ich echt eine Schweinerei, was da abgegangen ist. Es ging Gott sei Dank alles so schnell von der Bühne, dass er seinen Kanal wieder bekommen hat, bevor wir großartig irgendwo ihm da weiß Gott, wie haben helfen müssen, können, sollen. Bin ich auch froh darum, dass er seinen Kanal wieder hat. Er hat es auch wirklich verdient. Aber überlegt, diejenige, was solche Kommentare geschrieben hat, haben, überlegt euch das bitte vorher nochmal. Ist es wirklich Clickbait? Und warum macht es der Helmut, diese reißerischen Titels? Warum? Weil er eben Kinder davon ernähren muss, seine Familie. Also es ist nicht alles grundlos, einfach so aus Geldgier. So, aber jetzt hier zurück. Ich schleife das Ganze jetzt nur kurz und dann bohre ich hier zwei, drei Dübel rein, die die Brettchen halten und dann ist das Ding schon fertig. So, jetzt noch schnell ein paar Tropfen Leim rein. Dann gucken wir mal, ob das so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Im Übrigen zum Thema Werkstatthilfe Bianca. Die Bianca lässt sich das Ganze durch den Kopf gehen. Also, es war gut, eure ganzen positiven. Oh, da muss ich noch mal ein bisschen tiefer, der ist arg wenig. Ah, ne, der geht nicht wegen der Schraube. Eure ganzen positiven Zusprüche, das war gut. Sie fühlt sich allerdings halt definitiv unwohl vor der Kamera. Sie ist das alles noch nicht gewohnt. Das ist, finde ich, eine ganz normale Sache am Anfang. Sie lässt sich das alles durch den Kopf gehen, ob sie da Lust drauf hat, ab und zu öfters mit vor die Kamera zu kommen. Lassen wir uns überraschen. Wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Da muss man das respektieren. Ich habe es ja gesagt, ich würde mich freuen, die Zuschauer würden sich freuen. Also ihr würdet euch bestimmt freuen, wenn sie öfters mit vor die Kamera geht. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was sie sagt und was sie sich überlegt. Schauen wir mal, ob das so geworden ist, wie ich mir das vorstelle. Sollen jetzt hier so drin stehen. Leicht schräg. Nach hinten. Ja, doch. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Richtig. So habe ich mir das vorgestellt. Nur, dass jetzt hier dann die Bretter von Bavarian Custom Bikes drinstehen werden. Nicht meine. Weil das sind die, was ihr bekommt, was ich verlosen werde. Aber genau so haben wir das vorgestellt. Projekt Nummer 1 fertig. So, Projekt Nummer 2. Wir schneiden ein Brettchen zu. Andere Leute hätten da wahrscheinlich wieder einen Dreiteiler draus gemacht. Ja, ich muss einfach schnell einen Vater ein Brettchen zuschneiden. Soll von außen sein. Das heißt, am besten ein bisschen, keine Ahnung, wetterfest und soll halt eine bestimmte Länge haben. Das muss ich jetzt gucken, ob ich da liegen habe oder was ich jetzt zaubern kann, damit es auch ein bisschen wetterfest ist. Und da muss ich jetzt schnell gucken, 50 bis 60 lang. Oh wei, oh wei, hab ich sowas. Wie lang ist denn das hier alles? Ja, doch, das Regal hat 70. Aber wenn ich Pech habe, dann werde ich hier nur USB haben. Ich sehe gerade, ich habe so viel Auswahl gar nicht mehr. 60 cm. Ah, schauen wir mal. 40, 40. Oh. Vater, das schaut schlecht aus. Die haben alle keine 50 bis 60. Meine Restchen, jetzt schaue ich noch kurz drüben, aber ich glaube, da habe ich auch nichts Besseres. Doch, sieht gut aus. Ich habe noch was gefunden.
Bohnen, Leimholzbretz, weil ansonsten habe ich nur noch USB oder Pressspan. Und das quillt ja außen sofort auf. Jetzt müssen wir das gucken, das müssen wir schmälern. Jetzt werde ich hier wahrscheinlich Sägeblatt wieder extra umbauen müssen. Lass mal den Saustall hier aufräumen. Und gucken, was habe ich da für Sägeblatt drauf. Oh wei, oh wei. Müssen wir das Sägeblatt schnell umbauen. Ja, jetzt bauen wir eben schnell das Sägeblatt um. Ist auch wieder so ein kleines Ding, wo halt auffällt. Und jetzt seht ihr mal quasi live, warum es bei mir manchmal halt dazu kommt, dass kein Video kommt, weil mein 60 Zahn Sägeblatt, 60 Zahn ist jetzt hier gerade drauf, das habe ich hergenommen, speziell für beschichtete Spanplatten, da ist es gut, aber für solche Auftrennschnitte, quasi von Hartholzbuche, no way, da verbrennt mir das ganze Holz und jetzt muss ich halt wieder umbauen, aber macht ja nichts, machen wir ja gern. Übrigens, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten, Gewinnspiel, das nächste Gewinnspiel steht an, das heißt, wenn ihr immer fleißig kommentiert, liked, umso schneller wachsen wir auch, halt, das muss ich nur weg, umso schneller wachsen wir auch, umso schneller wächst mein Kanal, umso schneller mein Kanal wächst, umso schneller kommen wir zum nächsten Gewinnspiel. Bei 4000 Abonnenten werde ich Gewinnspiel machen und bloß mal so als kleine Info nebenzu, während ich jetzt hier arbeite, dass ihr keine Langeweile bekommt, erzähle ich euch jetzt mal schnell, was ich alles vorhab, dass ich verlose. Also ihr habt es gesehen, die Brotzeitbretter, die Flaschenöffner, dann werde ich noch von ein paar Firmen unterstützt. Das kann ich jetzt noch nicht verraten, was das alles sein wird. Da sind wir gerade noch am Schreiben, aber es wird wieder Unterstützung geben von Firmen. Von mir selber wird es natürlich nicht runterfallen. Von mir selber wird es natürlich wieder, na komm, meine Duschgele geben. Die Tassen wird es wieder geben. Dann, was ich noch in Auftrag geben möchte, jetzt muss ich mal kurz aufpassen, damit ich es richtig rum rein tue. Schauen wir, jawohl, so rum ist die Richtung. Dann, was ich noch anfertigen lassen möchte, sind Meterstäbe, speziell von Umbrella Woodworks. Die Handtücher lasse ich, ich denke mal, zwei oder drei verschiedenen Größen lasse ich wieder besticken. Meterstäbe und Blöcke möchte ich auch noch machen lassen, weil ich denke mal, jeder, was in der Werkstatt irgendwo ein bisschen sich kurz einen Plan machen muss, Zuschnittplan, irgendwas, braucht irgendwie einen Block. Und deswegen möchte ich Blöcke drucken lassen mit meinem Logo. Also da kommt noch einiges auf euch zu. Mein Gott. Jawohl, und jetzt fliegt er rein, das war ja klar. Ins Knie. Mein Gott, das war ja klar, dass mir der Schlüssel jetzt so neu fliegt. Schauen wir mal, ob ich ihn mit dem Magnetheber wieder rausbekomme. Oh ja. Gott sei Dank, so ein Mist. Warum passiert immer mir sowas? So, Höhe ist eingestellt. Dann sägen wir das Brettchen mal schnell zu, hätte ich gesagt. So, das Brettchen ist zugeschnitten. Jetzt lassen wir das Ganze nur schnell mit Hartwachsöl ein. Hartwachsöl, aus dem Grund wächst die Wachsanteile, damit das ein bisschen Wasser- und Regen abweisend ist, wenn es dann draußen, das ist so unterm Dach, aber ein bisschen Feuchtigkeit kommt immerhin
Entweder Luftfeuchtigkeit oder so. Sowas kommt immer hin und drum. Ein bisschen ölen, mit ein bisschen Wachs drin. Und dann geht es schon. Ich tue es heute mal nur mit einem Lumpen auftragen. Mache ich normal nie. Mache ich normal immer mit einem Pinsel. Aber dann muss ich schon mal heute keinen Pinsel mehr auswaschen. Das tun wir jetzt schnell ölen. Dann ist das Ding auch schon wieder fertig. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das Ölen ist immer das Schönste von allem, wenn man sieht, wie schön das Holz dabei angefeuert wird. So, somit wäre das Projekt auch fertig. Jetzt wird ja eigentlich nur noch ein kleines Projekt anstehen. Ihr habt am Anfang hier das schwarze Brett hier gesehen, die Siebdruckplatte und diesen Schlauch. Das ist quasi ein Brett, was in die Falz von einem Fenster rein muss, quasi in die Falz vom Rollladenkasten muss das Brett rein, und hier muss ich jetzt einen ovalen Ausschnitt machen, genau für das Ding hier. Das Ding hier ist der Abluftschlauch von der Klimaanlage. Das muss ich meiner Schwester schnell machen. Schaffe ich allerdings heute nicht mehr, beziehungsweise darf ich heute nicht mehr machen. Bei mir ist jetzt mittlerweile Sonntag, ihr seht es, ich bin hier jetzt mittlerweile in die Privatklamotten, und Sonntag darf ich einfach keinen Lärm machen. Also muss das noch warten, bis die Feiertage vorbei ist, dann machen wir das auch noch. Ja, für heute bin ich fertig. Ihr könnt ja mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von so kleinen Werkstatt-Vlogs haltet, ob euch das gefällt, ob ich davon in Zukunft ein paar mehr machen soll, um euch einfach mal auch so ein paar kleine Sachen zu zeigen, was ich mache. Euch auf den Laufenden zum Halten, neben den News noch, was noch alles passiert, weil News ist halt alles so kurz und kompakt wie möglich. Wenn euch öfters so kleine Vlogs interessieren, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten, ihr seht, ich bin für heute fertig, ich darf heute keinen Lärm mehr machen. Ich muss jetzt Zwangspause machen. Somit sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Format gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar und einen Daumen da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.